Wusstest du, dass der Christbaum im Europaparlament aus Österreich kommt? Wo bis 1997 ein Plastikbaum stand, darf heuer zum 25. Mal eine echte österreichische Tanne die Hallen des EU-Parlaments schmücken. Der Tannenbaum legt jedes Jahr einen Weg von 1200 Kilometer zurück. Bis vor 2 Jahren noch mit dem Privatjet, mittlerweile klimafreundlich mit der ÖBB. Der 17 Jahre alte Baum ist aus nachhaltiger Produktion und kommt aus Püringen in Niederösterreich. Nach der Verabschiedung durch die Christbaumkönigin und den EU-Abgeordneten Alexander Bernhuber am Hauptbahnhof in Wien geht es mit der Direktverbindung des Nightjet NJ490 CO2-neutral und ohne Umwege nach Brüssel ins EU-Parlament. Der EU-Abgeordnete will damit ein Zeichen für Tradition und Nachhaltigkeit setzen. Und was steht bei dir zu Hause? Ein echter oder ein Plastik-Christbaum? Schreib es uns in die Kommentare.